Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, wir haben viele spaßige Dinge vor, zum Beispiel ins Fertigkeitenmenü gehen. Ja, wir haben 7 Fertigkeitspunkte, die wollen wir doch sinnvoll nutzen. Hier, hohe Salve, das haben wir uns letztes Mal, glaube ich, angeschaut. Gefällt mir, ziele mit rechter Maustaste und feuere mit mittlerer Maustaste. Gekauft! Und gekauft. So, auf der rechten Seite breiter Stoß. Feuere 8 Bolzen. Achso, das ist für einen Bolzenschießer. Habe ich noch nicht. Dann machen wir das auch noch nicht. Was haben wir hier unten? Mutstoßmeisterin. Baue Mut schneller auf. Okay, ich dachte, ich bin per se eine mutige Dame. Anscheinend nicht. Beziehungsweise geht es noch deutlich besser. Ausdauerregeneration. Stelle Waffenausdauer schneller wieder her. Ja, warum nicht? Die Punkte Hammer. Habe ich es gekauft? Ich will nämlich diesen Weg hier gehen, damit wir das hier freischalten. Oh, das flackert ja, wenn ich da oben drüber hover. Dann sollte ich nicht oben drüber hovern. So, wir haben noch 3 Skillpunkte. Vielleicht gehen wir erstmal hier in den Baum. Niedrige Gesundheit, Verteidigung. Halte mehr Schaden aus, wenn deine Gesundheit kritisch ist. Oh, warum nicht? Ich glaube, das ist öfter, als mir lieb ist. Dreifach Häcksler. Oh, das klingt gut. Feuere 3 Häcksler deines momentan ausgewählten Typs ab. Häcksler-Handschuh. Habe ich noch nicht. Glaube ich. Abprallbombe. Sprengschleuder. Habe ich eine Schleuder? Ich glaube auch noch nicht. Na gut, dann gehen wir kurz mal weiter zum Überbrücken. Maschinenschaden. Überbrückte Maschinen verursachen mehr Schaden. Das ist doch Musik in meinen Ohren. Vielleicht ist es aber auch nur mein Tinnitus. So, was haben wir denn noch hier? Was für... Ach, das... Da werden wir schlechter gesehen. Beziehungsweise sind besser versteckt. Schnelle Fallenstellerin. Platziere Fallen schneller. Ich bin nicht so einer, der mit Fallen kämpft. Ich bin eher so ein Hau drauf, Kerlchen. Resonatorstoß, okay. Triff zuerst einen Gegner mit Nahkampfangriffen, um an deinem Speer Energie aufzubauen. Das kriegt man hin. Her damit. Was ist das überhaupt für ein Baum? Kriegerin. Oh, das ist natürlich auch ein wichtiger Baum für uns. So, du hast eine Waffentechnik freigeschalten. Waffentechniken sind einzigartige, bla bla bla. Tippe oder halte mittlere Maus. Ach, das ist dieser... Salvenschuss gewesen. So, da gibt's 2 Quests irgendwie. Da wollen wir noch hin. Beziehungsweise 2 Questgeber, bevor wir dann nach Fahrlicht reisen. Ich hoffe mal, einer sitzt drin. Aloy, fang nicht schon wieder damit an, wild hin und her zu springen. Hab die Tastatur eigentlich überprüft. Ach ja, die wollt mit mir saufen. Endlich trinken wir mal ein Bier, hm? Hier, setz dich. Wie wisst ihr denn, wie Bier funktioniert? Ich hab nicht erwartet, dass du entspricht kommst. Es dem deutschen Reinheitsgebot? Ist da nur Hopfen und... Das ist der Funke. Gerste und Mais drin? Wasser. Ich hoffe, da ist keine Spucke drin. Feuer und Spucke. Ja, so würde ich auch ins Bier schauen. Ah, zisch durch wie ein Blasebalg. Repariert die Schmiede nicht, aber... Dann verbringen wir die Episode Probleme. Wahrscheinlich auf dem Klo. Wenn das so durchzischt. Es ist besser geworden, seit du hier aufgeräumt hast. Aha. Aber Alwund tönt immer noch wegen seinem Konzessionsdekret herum. Ja, das wundert mich nicht. Wenn du das nicht weglegst, komm ich rüber und zeig dir, wo der Hammer hängt. Ah, da ist er nicht begeistert. Darf der nicht mal mit seinem Messerchen spielen. Im Moment machen wir die Flüchtlinge aus Sonnenfall Sorgen. Dieser weite Weg. Wer weiß, was sie durchgemacht haben. Ja, bestimmt einiges. Schattenkaja-Flüchtlinge? Was machen die denn im Schrecken? Sag du's mir. Zu Hause suchen, nehme ich an. Sie lagern bei einem alten Bergpfad, südwestlich von hier. Und genau okay. Das ist das Problem. Wieso ist Letzte das ein Woche Problem für mich? Sturmvogel auf die Klippen. Und Tolland Rheinleier ist seitdem auf die Bauteile scharf. Verständlich, bin ich auch. Den Weg. Ihr Sonnenritual darf nicht gestört werden. Irgendetwas mit einem Düsterpfad. Davon habe ich Sie noch nie reden hören. Ich auch nicht. Diese speziellen Schattenkaja sind recht seltsam. Aber insgesamt friedliche Leute. Nicht, dass Tolland das schert. Der holt sich die Beute auch mit Gewalt. Das mache ich aber auch. Vielleicht könntest du sie überreden, ihr Lager anderswo aufzuschlagen. Oder ich hole mir die Beute. Dann muss der andere nicht mehr dahin gehen. Na gut, die Flüchtlinge. Wenn es sich ergibt, rede ich mit den Flüchtlingen. Vielleicht machen sie den Weg frei. Ich danke dir. Sie haben es schwer. Da brauchen sie nicht auch noch Tolland.
Das kann ich nachvollziehen. So. Dieser Tolland ist vielleicht noch in Kettenkratz. Aber ich könnte zuerst mit ihm reden. Will ich aber nicht. Ich will nur mit den Flüchtlingen reden. So, wir haben dann noch eine Quest, die wir annehmen können. Und dann geht's mal in Richtung Fahrlicht. Da freue ich mich schon drauf. Und mein Reittier ist noch da. Mensch, ist das praktisch. Sehr treues Vieh, sehr treues Vieh. Hi, was gibt's? Tut mir leid, ich bin sofort bei dir. Okay. Was ist das für ein Kundenservice? Gemeingefährlich. Das ist deine Waffe. Darum geht's. Haust doch, du gerade mit dem Hammer auf eine Bombe? Benutzer. Jetzt sei einfach still. Wo waren wir? Hi. Gut, Du wirkst auf mich wie eine Frau, die immer nach neuen Waffen sucht. Habe ich recht? Na, unbedingt. Eigentlich will ich... Kannst du das lassen? Ich hab hier eine Kundin. Ich bin keine Kundin. Ich hab's. Dreifaches Pulver. Und der Läufer lernt fliegen. Ba-boom. Ein Schuss reicht. Garantiert. Vielleicht doch. Dann bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Rotschopf. Das bin ich meistens. Wie wäre es, wenn du stolze Besitzerin des ersten maschinenverbesserten, explosiven, wirksam maschinenvernichtenden und doch absolut sicheren Speerwerfers wärst? Ja, her damit. Was wollt ihr? Ich gebe euch alle Metallscherben, die ich bereit bin abzugeben. Erzähl mir doch mehr über eure Waffe. Als Kind sah ich eine Schriftrolle von einem Kaja-Gelehrten, der nach Westen zog. Darin war ein Bild eines Tenakt-Kriegers, der mit einer Art Speerwerfer jagte. Effektiv? Aha. Ja. Einfach? Zweifellos. Als wir herkamen, fiel es mir wieder ein. Und ich bin kurz davor, dieses altmodische Werkzeug enorm zu verbessern. Ich will es perfektionieren. Mit Maschinenteilen kann ich die Wurfbahn verbessern und so das Geschoss schneller machen. Boomer meint dagegen, dass man das Geschoss selbst verbessern sollte. Mit explosiven Spitzen. Ja, mach doch beides. Warum nicht beides? Ja, sag ich doch. Das könnte gehen. Nein. Nur ein Haken. Ich es gibt brauche einen Teile, um mein erstes Modell zu bauen. Zunächst mal brauche ich... Stürmerhörner. Intakte. Ja, genau. Du musst sie abschießen, bevor die Maschine zu Boden geht. Die habe ich alle im Inventar. Sonst zerbrechen sie. Ja, aber ja. Aber die echte Neuheit... Wieso zerbrechen die nicht, wenn ich sie direkt abschieße? Das ist eine Reishornrippe. Macht östlich gar keinen von Sinn. Hier gibt es eins. Jag es in die Luft. Ein Reishorn. Besorg mir alles und die Waffe gehört dir. Gut. Na gut. Das klingt fair. Mehr Wumms. Ich will mehr Wumms. Ja, dafür muss man leider was tun. Aber wir sind ja mobil. Ja, ich wollte den Ort nicht betreten mit der Reitmaschine. Ich wollte sie umdrehen. Wenden in drei Zügen und all das. So, mehr Wumms, da müssen wir hin. Ich habe gehört, dass du dich um die Dornröcken gekümmert hast. Ja, gern geschehen. Immer wieder gern. Nächstes Mal können die auch ein bisschen aggressiver noch sein. So, kannst du schwimmen? Jetzt hier nicht auf halbem Weg schlapp machen. Ja, weich doch den Bäumen aus. Du hast doch selber... da sind sie schon. Uma sagte, das Reishorn sei in der Nähe. Sind das Reishörner? Ja. Hab mir Reis immer anders vorgestellt. So direkt auf die Phrase. Eins. Achso, ich brauch die Rippe, nicht die Hörner von dem Scheißteil. Na gut. Die Hörner nehmen wir trotzdem. Könntest du mal aufhören? Eben das. Gegen was bist du allergisch? Gegen Säure? Wir probieren's. Na? Da hat jemand aber was Scharfes gegessen. Sehr feurig, der Atem. Ich glaube, das hat was gebracht. Oder magst du Frost nicht? Ich glaube, zwei Statuseffekte gehen nicht so leicht. Da liegt eine Kiste, aber ich glaube, die haben wir schon gelootet. Kommt mir hier ein bisschen bekannt vor. Wieso lebst du denn noch? Ich hab hier doch... Jetzt kann ich mir seine Rippe holen. Her mit der Rippe. Braucht er nicht mehr. Das hat noch gereicht für den stillen Schlag. Sehr schön. Her mit dem Wühlerkram.
Ja, warum nicht Bieren? Bieren. Ja, damit. Was ist eigentlich das? Löschwasser. Na gut, wenn es irgendwo brennt, können wir ja damit interagieren. Ich habe die Reishornrippe, jetzt fehlen nur noch Stürmerhörner. Wie viel Stürmerhörner? Ach, eins brauche ich noch. Dann kriegt man auch irgendwie hin. Wo waren die? Ah, Stürmerareal. Und da ist noch ein Fragezeichen drin. Warum das denn? Wir haben hier doch alles erkundet. Oder nicht? Über Stock und über Stein bringt mich mein Reittier heim. Steig mal ab. Ach, du bist ja auch ein... Könnt dich einfach opfern. Nee, das macht man nicht. So. Horn. Wunderbar. Noch ein Horn. Noch ein Horn. Noch ein Horn. Noch ein Horn. Oh, nur ein Horn. Einhornhaar. Und wo ist es? Da ist es. Ich hab alles, was Bella und Duma wollten. Mal sehen, ja, was mit ihrer Waffe ist. Was ist denn mit euch falsch gerade? Irgendwie seid ihr aggressiver geworden. Und wo ist mein Reittier? Also, du willst noch, dass dein Ende dir leicht gemacht wird. Das kriegt man hin. Keine Ahnung, mein Reittier will nicht. Vielleicht attackiert es nicht. Das kann natürlich sein. So, das soll mal schön herkommen. Und dann will ich meinen Speerwerfer ja nicht folgen. Willkommen, Fremde. Du auch, Fremder. Wieso? Ach, in der Stadt werde ich bestimmt nicht von Dinos angegriffen. Den Blick kenne ich. Von... Du hast alle Teile, nicht wahr? Robotertieren. Bitte sehr. Ah, ist doch alles ein Dino. Hervorragend. Gib mir nur ein paar Minuten für den Prototyp. Ich nehme die Version, die meine Arme dran lässt. Danke. Das mag sie nicht. Hi. Hast du Maschinen hochgejagt für die Teile? Ja. Banditen. Du noch nicht. Du stehst echt auf Explosionen, hm? Bitte sehr. Mit den Sprengstöcken? Aber klar. Ist das okay. Sicher? Vermutlich. Krieg ich auch eins? Nein! Oh. Für dich machen wir noch was viel Besseres. Baboom! Ja, baboom! So wie... Stachelwerfer feuern mächtige Geschosse. Überlegen, was als nächstes kommt. Ja, ja. Schau mal erstmal, wie wir das ausrüsten können. Ausrüsten? Da unten. Prototyp Stachelwerfer. Aha. Müssen wir gleich mal ausprobieren. Nee, ich brauche keine Hilfe. Vielleicht ja doch. Stillhalten. Stillhalten. Und das bringt jetzt nicht so... Oh! Also Baboom hat es richtig gut gemacht. Das nur zu werfen hätte nicht so viel gebracht. Ja, keine schlechte Waffe. Hoffentlich ist die Munition dafür nicht so teuer. So. Erstmal hier mit meinem Reitvieh. Und dann haben wir hier noch der Düsterpfad. Och. Und hier haben wir immer noch was Unbekanntes, merkwürdig. Nein, ein Wildschwein. Wo ist sie? Wo ist die Sau? Baboon? Das ist schlecht für die Fleischqualität. Dachte, es wäre komplett hochgegangen und nur noch der schwarze Fleck. Nee, anscheinend hat es den Körper nicht zerfetzt. Ist ja auch besser so. So. Was ist denn da oben los? Hi. Blockierter Weg. Ah, okay. Das heißt, damit kann man später was anfangen. Das ist gut zu wissen. Dann haben wir hier das Kaja-Lager. Macht man wahrscheinlich von anders. Und was ist das? Die Dornrücken. Suche westlich des Steinbruchs nach Dornrücken. Ich dachte, wir haben alle erledigt. Was habe ich jetzt überhaupt für eine Navigation? Ja, ja. Okay. Jetzt passt irgendwie. Na gut, mehr Dornrücken ausschalten macht doch Spaß.
müssen ja eh das Tal komplett säubern. Wollen hier ja keinen angelogen haben. Vielleicht gibt's da auch gar keine mehr. Mensch, ich reite ja in Schlangenlinien heute. Aber nicht gut. Ich hätte das Bier nicht trinken sollen. Da war irgendwie zu viel Spucke drin. Das vertrage ich nicht. So. Da unten war auch ein Eingang. Entschuldigung, Roadkill. Das war keine Absicht. Dornrücken! Zumindest giftiges Zeug. Und Dornrücken hinterlassen giftiges Zeug. Komisch. Ich fühle mich wie Sherlock Holmes im Moment. Verändert. Wie von einer Überbrückung. Oh. Feindliche Menschen, wird auch Zeit. Kann man euch noch looten? Looten, looten, looten. Ja, nein, nur begutachten, scheiße. Sieht nach einem Aufprall aus. Jetzt looten. Hallo? Vielleicht ist er von der Klippe gestürzt. Ich werde dem Pfad nach oben folgen. Wieso willst du immer klettern? Können wir nicht einfach hier Fahrstuhl nehmen? Klingt schmerzfrei, ja. Na gut. Bis jetzt können wir ja noch hier tatsächlich einen Pfad nehmen. Dachte, die meinen schon wieder klettern. Na gut. Schauen wir mal, ob er wirklich von alleine von der Klippe gestürzt ist. Also ob Selbstmord war oder ob da noch ein beteiligter Dritter dabei war. Und die Pflanze nehme ich auch. Das gebe ich einem Färber. Na gut. Oh, grün, Grünglanz. Sieht ja richtig geil aus mit der Sonne. Hier das güldene Wasser. So, Aloy, sag an. Ach, wir müssen wahrscheinlich dann... Na gut, warum auch immer sie meint, dahin gehen zu müssen. Das sieht aber auch... Was ist das? Ist das eine Ruine? Sieht ein bisschen seltsam aus. Kann man dich noch untersuchen, Kollege? Nee, nee, leider nicht. Kann sein, dass wir unsere erste Brutstätte jetzt noch finden. Eine alte Mine. So viele abgeknickte Bäume. Wie nach einer Massenflucht. Sind die Toten von hier gekommen? Weiß ich nicht. Die Höhle führt aus dem Schrecken hinaus. Ja, und wo sie hinführt, finden wir heraus. Das hat sich gereimt mit dem, was sie gesagt hat. Eventuell. So, rein hier. Habe ich eigentlich eine Fackel? Gespaltener Fels. Ja, das ist ein guter Name für eine Mine. Oh, da gibt's Pilze. Die habe ich bis jetzt nur an den Füßen. Her damit. Okay. Heilende Biere. Sah aus wie ein Pilz. Ich entschuldige mich. Nein. Vielleicht enden wir doch noch als Minenleiche hier. Die Gleise sind eingestürzt. Sieht frisch aus. Passiert in besten Gleisen. Schade eigentlich. Jetzt muss man wieder hier einen Umweg nehmen. Beziehungsweise eine Umleitung. Aber die Spielentwickler haben sich dabei ja was gedacht. Muss ich mich doch eine Spalte quetschen? Nee. Einfach hochklettern. Aus den Tiefen der Mine dringt Rauch. Eine Explosion? Ja, sag du es mir. Oh, das hat hier gar nicht funktioniert. So, Säure auf Säure für Kettenreaktion. Und die hier saßen dann fest. Komm schon, explodiert. Du kommst hoch? Hui. Wäre beinahe nochmal runtergesprungen. Was ist eigentlich das hier? Verschleierndes Omen. Das hat man ja schon mal. Du lebst ja auch noch? Und sagst nix. Da liegt was. Kiste. Okay. Kann ich die wegsprengen? Feuerpfeile? Feuerpfeile? Ja. Wieso ist das nicht hochgegangen? Scheint ein massives Fass zu sein. Okay. Okay. Oh. Ich sollte nachsehen, woher dieser Rauch kommt. Gerade von uns.
Kommst du da durch? Na, immerhin. Also, das hat jetzt nicht viel gebracht. Das sind coole Fässer. Die sollt echt nicht so nah da dran stehen. So, jetzt sammeln wir unser wohlverdientes Blech ein. So, einmal wohlverdient. Die Health-Items brauche ich nicht alle. Ich habe das Gefühl, die Mine stürzt über uns ein. Mag ich gar nicht so. Kriege ich so Kopfschmerzen von. So, was kann man hier looten, looten, looten? Dich kann man noch looten. Du hast sogar was Grünes dabei. Na gut. Da oben können wir auch noch Spaß haben. Das explodiert einfach, während wir hier... Aloy, nicht so viel husten. Oh! Die Mine scheint weit in die Tiefe zu führen. Nein, geht hoch. Kann man hier was machen? Genug Lohe, um Löcher in Berge zu sprengen. Ja, das ist ein Berg. Da ist ein Zettel. Was? Da ist ein Zettel? Zettel! Bestimmt von Ulvard, oder wie der heißt. Ja. Diese Mine sollte wohl geschlossen werden. Olvand ist wohl gierig geworden. Er hat immer tiefer in den Berg gesprengt. Ich sollte Jamal davon unterrichten. Überrascht mich nicht. Na gut, weiter geht's. Hoffentlich. Hui. Da liegt was Blaues. Ich mag blaue Sachen. Außer die AfD. Die kann ich überhaupt nicht ausstehen. Ach, das war's jetzt schon. Ich dachte, die Höhle führt sonst wo raus. Schade, dass wir wieder zurück müssen. Wäre jetzt gern auf ein komplett anderes Gebiet gekommen. Vorsicht, Aloy. Beschützt deinen Kopf. Alvind hat also heimlich in der Mine gesprengt, um sie restlos auszubeuten. Bis Dornrücken dort einfielen. Vielleicht machten die Sprengungen ihnen den Weg frei. Aber wohin? Das würde ich sagen, ist das Wahrscheinlichste. Also in so eine unsichere Mine gehe ich nicht in echt. Wenn die schon mit Steinsplittern mich begrüßt, dann muss ich sie nicht erforschen. Sei denn, ich habe so einen coolen gelben Helm auf. Dann mache ich alles. Wirklich alles. Vielleicht nicht alles, aber manches. So. Dann gehen wir im Moment nicht zurück. Irgendwann können wir schnell reisen. Außerdem wollen wir ja noch nach Fahrlicht reisen. Dann müssen wir nur kurz schauen. Gibt es hier oben noch was Interessantes? Schade eigentlich, dass das keine Brutstätte ist. Wäre cool, wüsste man schon, wie man Dornrücken überschreibt. Naja, wird alles kommen. Braucht man die grüne Pflanze? Das Pigment wäre gut für eine Rüstung. Na gut, wenn du das sagst. Wir haben, glaube ich, die langsame Route gerade gewählt. Na gut, wieder nach oben. Und mit bisschen Glück können wir ins Wasser springen. Treffen wir es? Vorsicht, nicht hinschauen. Vorsicht, nicht hinschauen. Hui! Leben wir noch? Wir leben. Ist ja fantastisch. Ah, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Vor allem so ein Plan. So, Reinholz, rein damit. Da oben glitzert mich noch was an. Das ist aber wahrscheinlich nur eine Glitzersäule. Na gut. Oh, ein rotes Wildschwein. Wahrscheinlich ein normales Wildschwein. Aber mit einem Auge weniger und mit einem Pfeil im Arsch. Das braucht man natürlich. Lila Zeug. Knochen. Ah. Einmal Escape zu viel gedrückt. Wart ihr vorhin auf dem Weg auch schon da? Hi Jungs, wo ist mein Reittier? Sei willkommen, Fremde. Du auch, Fremde. Genau da dachte ich, man könnte rein. Sieht nicht so aus. Auf geht's, Richtung Westen. Wird ja Zeit, dass man in den großen Teil der Karte kommt. Dringend Zeit. Alles gut bei euch? Ihr schreit so.
Und wir sollten mal speichern. Lagerfeuer 66. Ja, Lagerfeuer, da ist es. Da ist es doch. Einmal schnell speichern, bevor was Schlimmes passiert. So wie ich mich kenne, wird was Schlimmes passieren, wenn wir Richtung Westen gehen. So. Ja, mit euch lege ich mich jetzt nicht an. Ich will einfach noch 400 Meter weiter dem Fluss folgen. Oder in der Straße. Ja, da geht's jetzt nicht drüber, oder was? Ich dachte, du kannst schwimmen, du Tier. Du bist ganz schön störrisch gerade. So. Ja, ich weiß. Nicht dein Lieblingsterrain. Wer seid ihr denn? Das ist cool, dass die einfach in der Welt rumlaufen. Servus, Jungs. Vorsicht, Jungs. Was liegt da? Du bist ein was? Ein was? Ruhig. Wieder Pilze. Steine. Achso. Wer hätte das gedacht? Na gut, lass mal das Reittier mal da. Können wir uns ein bisschen umsehen. Ach, scheiße, da wäre auch ein Lagerfeuer gewesen. Ich glaube, die müssen wir sogar freischalten, oder? Wir können zu Lagerfeuern schnell reisen. Nur wenn wir sie entdeckt haben. Ich weiß es nicht. Oder ist es jetzt direkt wieder... Ich habe keine Ahnung, ob wir das schon hatten oder nicht. Ich schätze mal. Ach, was soll's. Geh, schnell gespeichert. Das sieht aber hier nicht gut aus. Das würde ich verbrennen. Auf den alten Steintrick falle ich jetzt auch nicht mehr rein. Oh, ist da oben wieder ein Pigment von einer lila irgendwas. Himmelblau. 3 Stück haben wir davon schon. Ist das nicht fantastisch? Schockmunition wäre hier nützlich. Habe ich noch nicht. Da ist wieder so ein orangenes Wildschwein. Aber ich glaube, die sind alle orange, wenn man die scannt. Unbekanntes Lagerfeuer. Das müssen wir auf jeden Fall entdecken. Das sieht ja auch nach einer riesigen Festung schon wieder aus. Machen die Leute da? Unbekannte Jäger, Jagdhändler, was auch immer. Mensch, ich komme echt leicht vom eigentlichen Ziel ab. Sind hier Feinde drin? Kann ich mal richtig schön um mich schießen? Bist du das, Grundschopf? Nein. Schön, dass du uns besuchst. Ja, gern geschehen. Wer bist du? Die Gräberstreitfigur. Was bringt mir die? Eine hölzerne Schnitzarbeit, die einem Gräber ähnelt, wird in Maschinenstreit genutzt. Ah, das Spiel. Dann nehmen wir die Reishornstreitfigur. Kaufen. Und Dornrücken hier damit. Kaufen. Und Gräber und Wühler können wir natürlich auch kaufen. Warum nicht? Besser haben als nicht haben. So, dankeschön. Wissen wir auch, was das Symbol heißt. Mensch, raucht es hier schnell speichern. Weiß nicht, ob man die so aktiviert. Ich denke nicht, man muss sie nur entdecken. Habt ihr noch was Cooles hier? Was Cooles? Was Lootbares? Nee, Steine nicht. Dann auf geht's. Bin ich klug? Ich hätte jetzt einfach mir den Schädel eingeschlagen. Das macht ja nichts. Das sind ja nur Reittiere. Die stören mich nicht weiter. Und da ist ja unser Wegpunkt. Fahrlicht. Ja. Der letzte Teil des Sonnenreichs vor dem verbotenen Westen. Oh, ein Horn. Vielleicht heißt das, die Gesandtschaft beginnt bald. Ja, oder dass Feinde hier sind. Bist du Freund oder Feind? Du bist ein Wildschwein. Das heißt, ich weiß es nicht. Irgendwie ist in dem Modus, wenn sie so gescannt sind, ein bisschen ein Leck beim ersten Pfeilschuss drin. Zumindest gefühlt, bis der erste Schaden registriert wird. Keine Ahnung, vielleicht liegt es an mir und meinen müden Augen. So, mehr Steine am Wegesrand. Ein Kiesel am Wegesrand, der jetzt richtig, okay, richtig steinharter Gegner für mich ist. Für Leute, die My Hero Academia gesehen haben. Vielleicht sollte ich mich mal umsehen. Und mein Gestammel irgendwie zuordnen können. Oh, du hast ein Ausrufezeichen, her damit.
Was hast du denn? Schneidender Häckselhandschuh. Du geizige Frau. 467 Metallscherben willst du, habe ich zu wenig. Und Sprungschlägerzirkulator. Das ist aber eine coole Waffe. Niederschmetternder Scharfschützenbogen. Vergleich mit meinem. Okay, ich habe nur einen Typ von Munition. Aber da ich abgegradet habe, mache ich aktuell mehr Schaden. Aber den könnte man natürlich auch upgraden. Na gut, was haben wir noch? Seilwerfe, Stolperfalle, Springschleuder. Okay, braucht man nicht unbedingt. Aber trotzdem danke. Was auch immer das gerade war. Gerade war mein Bild schwarz. Hey, macht ihr hier Schweinekämpfe? Oh, die leben noch. Oh, sind die süß. Sind die lootbar? Nein. Na gut. Lagerfeuer. Und da jemand, der sich mit mir streiten will, das machen wir jetzt nicht. Ja, später. Hier kann ich Essbares. So viele Nebenquests. Wir machen erstmal die Hauptquest. Vielleicht gehen wir noch ein Outfit kaufen. Obwohl ich mich eigentlich sehr hübsch im Moment finde. Vielleicht hat er ja was. Hi. Nora Jägerin. Okay. Nora Wachposten. Hey, das sieht ja ähnlich aus wie das, was ich schon habe. Aber das ist besser gegen alles. Himmelsgleiter-Zirkulator. Mensch, ihr seid alle so geizig. Ihr wollt so viel. Nicht geizig, gierig. Ist auch ein bisschen geizig dabei. Hi. Meine Herrin. Unser Stichwort. Das ist ein gutes Stichwort gewesen. Wird es so besser? Wenn die Welt untergeht, will ich dabei nicht nüchtern sein. Na gut. Verständlich. Lass mich warten. Du hast es eilig, also frag einfach, wenn du was brauchst. Wie ist es dir ergangen? Wir sind mal freundlich. Wie ist es gelaufen, seit du heimlich davon bist? Nicht schlecht. Die Garde schlägt sich gut. Atabat nach dem Kampf gegen die Eklipse unterstützt. Nach einem Monat bestatteten wir Ersa im Anrecht. Es klingelt auf seinen Weg zur Gesandtschaft zu behüten. Dachte, das wird ein Kinderspiel, also ging es natürlich schiefer. Du wurdest überrascht. War nicht dein Fehler. Noch ein paar von denen und ich glaub's. Oh je, ist der deprimiert. Der sollte mal das mit meinen Antidepressiva probieren. Na gut. Ich sollte dann mal los. Klar, zu deinen komplizierten Aloy-Sachen. Vielleicht verschwindest du dieses Mal nicht völlig. Kann nichts versprechen. Also, was ich sagen wollte, wenn du mich jemals brauchst. Ich hätte gern Begleiter. Weiß ich, wo ich dich finde. Ja. Nächstes Mal hoffentlich nüchtern. Verlass dich nicht drauf. Aber besser das gelaunt. Mach dich auf, Aloy. Tschüss. Dann rein in den Westen. Sie ist positiv, Bajiv. Da ist eine dicke Steinmauer zwischen dir und den Tenakt da draußen. Yes, Sir. Hast du hier das Sagen? Ah, der sieht richtig cool aus. Das wäre Kommandant Nozar. Ich bin Lavan, sein Stellvertreter. Also, verkaufst du mir dein Outfit? Aloy von den Nora nach Fahrlicht? Es geht um die Gesandtschaft. Ich brauche sie, damit ich nach Westen komme. Und jetzt, da Gelehrter Voadis hier ist, kann es vielleicht endlich losgehen. Ah, ja, der Sonnenpriester. Kam wild schreiend und tobend hinter seiner Begleitung hier an. Er ja, klingt nach ihm. Aber die Gesandtschaft braucht noch. Nein. Kommandant Nozar meldete Bereitschaft, aber der Hornstoß der Tenakt-Marschälle fehlt noch. Also gut, dann lasst mich durch die Tore. Ich muss mit ihnen reden. Das glaube ich dir. Aber das geht leider nicht. Befehl von oben. Die Tore sind oben. Offen für alle, die sich hinauswagen wollen. Osseram-Plünderer, besonders wagemutige Kaja. Aber vor einer Gesandtschaft darf niemand rein oder raus. Das gilt, bis die Tenakt wieder weg sind. Das ist ja dämlich. Kann ich sie vertreiben? Na gut. Wo finde ich Kommandant Nozar? Wenn er die Tore geschlossen hält, muss ich ihn überreden, sie mir zu öffnen. Ich bring dich zu ihm. Aber beachte eins. Der Kommandant hält sich ans Protokoll.
Besonders wenn er ohnehin angespannt ist. Ich bin ganz dick mit eurem König. Lasst mich da durch. Hier lang. Schade, dass es noch keine Handys gibt, sonst hätte ich den einfach kurz anrufen können. Die Tenakte haben hier während der roten Raubzüge gewütet. 2 Jahre Arbeit. Wir sehen uns. Der Arbeitsstopp in Kettenkratz hat beinahe unseren Wiederaufbau gestört. Aber eine gewisse Mora hat sie zum Arbeiten motiviert. Ja. Ich hab nur ausgeholfen. Naja, Alvund war sicher begeistert. Nein, könnte man nicht so sagen. Oh, du hast auch so ein cooles Outfit. Ihr wisst, wie man euch kleidet. Wie man sich kleidet. Nein, macht doch nicht schon wieder so einen Ausweichmove. Zur Seite, Soldat. Sir? Ja, Sir. Da ist der Kommandant. Ja, lauf mal schneller, 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 schneller. Stolper den Weg hoch. Hui. Mag das. Wie können wir eine Gesandtschaft stattfinden lassen mit einem Stamm, der seine Leute nicht im Griff hat? Was will man von solch ungebildeten Wilden noch erwarten? Ja, im Gegensatz von zu dir. Jämmerlich bist du. Ah. Aloy, nicht wahr? Ja, die das Tal für euch gesäubert hat. Die Aloy. Wir wertschätzen deine Dienste. Wir sind bereit für den Beginn der Gesandtschaft. Ihr habt doch das Signal gegeben. Beide Seiten müssen Bereitschaft signalisieren. Bis die Wilden ins Horn stoßen, warten wir. Ja, denn die Ersten werden... Klappe. Die Letzten sein. Was dauert da? Die Tenakt sind ein Stamm, der aus 3 Stämmen besteht. Dann sind es 3 Stämme. Wie viele Banner siehst du denn? Ihr wartet einfach? Findet raus, was los ist. Das ist nicht der wilde Osten, aus dem du stammst, Nora. Das ist der verbotene Westen. Der verbotene Westen. Ah, er hat's gesagt. Gefällt's dir nicht? Lauf nach Meridian und beschwer dich da. Das Meridian, das ich rettete? Ganz recht. Niemand geht durch das Tor, bis der 3. Clan da ist und das Tenakthorn erklingt. Dann kämpfe ich gegen dich. Nicht einmal die Retterin von Meridian. Wenn ich das deinem König sage. Danke, aber ich habe genug gewartet. Zeit zu gehen. Auf gar keinen Fall. Diese Gesandtschaft erfordert die Einhaltung von... Lass das sein! Ja, was immer du sagst. Was geht denn mit dem Typen ab? Es sitzt jemand drauf. Oh, hallo Wahl. Du lässt mir ja keine Wahl, als dich in Empfang zu nehmen. Wie hast du den eigentlich überbrückt? Oder hattest du den noch in der Garage? Öffne bitte die Tore! Lasst sie nicht durch dieses Tor! Das ist ein direkter Befehl! Sorry, das geht nicht. Lass es dir rücken. Und wenn es die Königswitwe persönlich ist, die Tore bleiben zu, bis das Horn erklingt! Ich bitte höflich. Was soll ich denn nur tun? Mach's dir nicht unnötig schwer. Hey, Val. Hi, Erend. Befehl hier vor. Ist Befehl. Aloy will etwas, öffnet die Leute wollen ihr im Weg stehen. Das Tore wird nicht klappen. Das war's! Nehmt sie fest! Könnt ihr gern versuchen. Feuerunterstützung? Einsatzbereit. Hey, Nosa! Du dummer Mistkerl! Du meinst, du darfst das Tor vor den Augen der Retterin Meridians geschlossen halten? Was meinst du, wird Sonnenkönig Avar tun, wenn er davon erfährt? Dich befördern? Ha. Lass sie durch, Jungs. Wenn's Dankeschön. Na, ich hoffe, das rettet die Welt. Na, was im Meridian vergessen? Schau, Val. Ist doch egal. Hat ja geklappt. Ach, da haben wir uns wiedergefunden. Ehren könnt auch mitkommen. Also der Stamm, von dem Marat sprach, die Tenakt, die müssen uns erlauben, nach Westen zu gehen? Wäre schon nett, wenn die nicht ständig versuchen würden, mich zu töten. Ja, aber es ist kein Muss. Wir wollen da einfach reinplatzen? Schluss mit Politik. Oh, die sind gerade gespawnt da vor uns. Okay, zumindest hast du jetzt Verstärkung. Das stimmt wohl. Mal sehen, wie es läuft. Oh oh, ich hoffe, wir haben uns nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. Hi. Ihr habt coole Outfits.
Wenn die mich jetzt töten, ist die Welt dem Untergang geweiht. Was flüstern die sich zu? Das ist die Grenze zwischen Ost und West. Bleib oder stirb. Warte mal. Mach mal halblang. Das Tal ist so redet man doch nicht. Signal ertönt. Das ist mit den Kaja vereinbart. Ich bin keine Kaja. Ich kam unabhängig her, um Durchlass zu erbitten. Aber sie öffneten das Tor für dich, oder nicht? Weil ich ihre Retterin bin. Sie schicken ein Kind? Wollen sie verhandeln oder nicht? Den Kaja vertraut man nicht. Das weiß jeder. Vergesst die Kaja. Das hat nichts mit ihnen zu tun. Ich muss im Westen Leben retten. Vielleicht auch das eure. Das einzige Leben, das du retten kannst, ist dein eigenes. Indem du umkehrst. Jetzt. Moment. Ihr seid ja wirklich wilde. Über eines sagt sie die Wahrheit. Sie ist keine Kaja. Sie ist eine Nora aus dem wilden Osten. So wild ist er gar nicht. Wenn sie Leben retten will, sollten wir da nicht zuhören? Lasst mich mit ihr reden. Ein letzter Gefallen für einen Marschall, bevor er weggebracht wird. Wieso wirst du weggebracht? Wohin? Ja, dann finden wir hoffentlich die richtigen Worte. Ein tapferer Nora-Rotschopf. Du bist sicher diese Retterin von Meridian. Ja. Ich bin verscharf unbeugsam. Einst Generalstab der Kaja, Armee der untergehenden Sonne. Verzeih, meinen Kameraden. Schon gut, sympathisches Kerlchen. Diese Gesandtschaft ist eine heikle Sache. Sie geben mich dem Sonnenreich zurück. Diese Geste könnte helfen, schmerzhaften Groll zu lindern. Und jetzt kommst du. Ohne Vorwarnung. Ich will keinen Ärger machen. Ich will nur nach Westen. Das sagst du. Vielleicht kann ich ja helfen. Aber ich muss wissen, warum. Und ich brauche die Sicherheit, dass ich es nicht bereuen werde. Ja, bestimmt nicht. Nach Hause gehen, du und die Tätowierung? Die Tätowierungen der Kaja sind mir völlig neu. Für die Kaja sind sie reine Zierde. Für die Tenakt jedoch weit mehr. Eine Litanei der Taten. Listen besiegter Feinde. Oh, das hat mein Far Cry 3 schon. Glaube ich zumindest. Bin nicht fremd. Aber mein Leben, meine Zeichen sind noch nicht vollendet. Diese Seite zeigt meine Kampftaten. Vor meinem Tod soll die andere Hälfte meine Erfolge des Friedens tragen. Ja, da muss noch ein bisschen Farbe her. Wegerecht. Du fragtest, warum ich passieren muss. Ich sag's dir, aber es wird dir nicht gefallen. Vor 6 Monaten ging die Welt fast unter in Meridian. Die Bedrohung ist nicht vorbei. Sie wird jeden Tag schlimmer, deutlich. Sie ruft Stürme, vergiftet das Wasser und erzürnt die Maschinen. Die Quelle zieht nur nach Westen. Und nur ich kann sie aufhalten. Ich sehe die Zeichen. Und ich hörte von unglaublichen Vorkommnissen in Meridian. Dämonen besiegt von einer rothaarigen Heldin. Also könnte ich dir glauben. Deine Bürde steht dir ins Gesicht geschrieben, deutlicher als meine Tätowierungen. Nimm das als Beweis, dass du in die Länder der Tenakt reisen darfst. Das ist so wichtig. Und ihr beide macht das allein? Glaubt jemanden, der gern ein Diplomat werden will. Verbündete sind wichtig. Hikaru kennt den Westen besser als sonst jemand. Vielleicht kann er dir ja helfen. Das wäre praktisch. Wirken, aber lass dich davon nicht täuschen. Na gut, ist vielleicht ein ganzer Softi. Vielleicht, wenn ich ihn brauche. Wie du willst. Dankeschön. Er ist in seinem Palast, hinter den Bergen im Südwesten. Sag ihm, ich schicke dich. Und er wird... Da! Das Himmelsclan-Banner! Habt ihr sehr gut gemacht. Marschalle, es war nicht einfach, aber hier ist der Himmelsclan. Hi, Himmelsclan. Und der Kommandant? Nein, ich konnte nur ein paar überzeugen. Er weiß noch nicht,
dass wir weg sind. Wir haben Banner aller drei Clans. Dann sind es vom Himmelsklan eben weniger, na und? Er hat recht. Blast ins Horn. Was ist hier los? Nicht allen Tenakt gefällt die Vorstellung, mit Kaja zu verhandeln. Aber es sind genug da, fangen wir an. Dann breche ich mal auf. Nein, das lassen die anderen Marschälle nicht zu. Du willst sicheres Geleit, das bekommst du. Nach der Gesandtschaft. Na, das klingt fair. Dann her mit der Gesandtschaft. Oh, da freut sich ein Priester. Die Kaja öffnen die Tore. Ja, und bringen ganz viele Geschenke mit. Und einen doofen Priester. Wie die Sonne über einem Land im Krieg aufgeht, kann sie auch über einem Land im Frieden untergehen. Oh, der Typ versaut es. Heute ist solch... Hört, Marschälle! Die ihr Tenakt sein wollt! Ja? Regala, Häuptling Hilkarus' größter Fehler. Diese Rivalin verschonte er. Vergesst ihr, dass unser Volk im Blut geboren wurde? Im Blut der Kaja! Ja, das muss aber nicht so weitergehen. Doch ihr schenkt eure Speere einem Häuptling, der mit dem Feind paktiert. Wir müssen ja keine Feinde mehr sein. Hilkaru hat uns verraten. Die Gesandtschaft beweist es. Und ihr Marschälle seid seine Komplizen. Dafür habt ihr den Tod verdient. Oh, die hat einer eine Klatsche. Es braucht mehr als zahnlose Drohungen für uns, Verbannte. Oh, darf ich die platt machen? Was ist das für ein cooles Vieh? Mit Kettensägenzähnen. Ist schon krass, was die... Lanzen! Formieren! Nix formieren. Ausschalten. Wieso hat die denn so viele? Sie reiten Maschinen. Wo haben sie das gelernt? Silence. Ja. Verschaff! Komm jetzt mit uns! Oder gar nicht! Wieso haut er einfach ab? Heizt ihnen ein! Nein, kämpft! Kämpfen! Ich brauche eine Gatling-Gun! Entdeckung! Ja, danke, Aloy. Oh oh. Wo wollt der denn hin? Schützen! Wehrt sie ab! Anscheinend sind wir chancenlos. Das sind gute Schützen. Au, 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 au. Au! Flankieren! Zu den Kaja! Überrennt sie! Nein, nicht überrennen. Schließt das Tor! Ich glaube, das hat jetzt keine Auswirkung gemacht, dass ich zuerst gegangen bin, oder? Das werden sie nicht schaffen. Jungs, ich muss euch retten. Öffnet die Tore! Öffnet die Tore! Öffnet die Tore! Ich glaube, die... Oh, Feind im Rücken. Kann nicht entzücken. Kaja! Gib nicht nach! Wollen wir mal helfen? Ihr schießt auf den Maschinenreiter. Ah, das war doch ein Ziel. Darf ich auch mal was machen? Direkt in die Milz. Ah!
Nein, das ist gar nicht gut für deinen Friedensarm. Nein! Dein Lebenszweig ist doch nicht zu Ende. Ja, anscheinend schon. Was war das? Siehst du was? Nur noch wir jetzt. Oh, hey! Oh. Komm runter und kämpfe fair! Lanzen! Sicher, dass das... Nehmt die Mitte! Sicher, dass das jetzt so eine gute Idee war? Jetzt geht's! Ach, der Coole lebt noch. Ich dachte, die werden auch alle platt. Bleibt kommt her, Deckung. Ihr Ärsche. Schützen auf dem Felsgrat. Deckung. War meine Idee. So, wir haben doch Scharfschützenbögen da. Da kommt in die sie. Fresse. Zeit zu kämpfen. In die Fresse. In die... Nicht bewegen. Ich sollte auf die Maschinenretter auf dem Feld schießen. Hier ist Munition. Ja gut, auf die Maschinenreiter. Mit Feuer am besten. Wozu haben sie denn... Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ja, ich muss mal kurz was nachcraften. Nein, kann ich nicht behaupten. Explosion. Ja, gern geschehen. Ich werde das beenden. Wirst du nicht. Das wird verschärft. Nix hier. Was? Ja. Wieso ist... Hast du einen Helm? Hier ist die Rüstung. Ja, die haben eine gute Rüstung anscheinend. So, du brennst, das ist gut. Du brennst gleich. Nein! Brenn! Gut, brennt. Brennt. Au! Und brennt. Nein! Also die Gegner, ja. Weg mit euch Gegnern! Böses Pferd. Haben wir es geschafft? War ich gut? Ja! Einer meint... Nein! Ich mag den... Nein! Das ist doch der Coole. Komm schon, überleb! Überleb! Au, 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 au. Oh! Komm, die müssen wir retten. Irgendwie. Nur noch wir beide, Wahl. Wir packen das. Hey, oh, bestimmt. Hier kommen ein paar Pfeile. Säureüberladung. Ich nehme die. Wir haben sie verletzt. Das nenne ich Feuer. Ihr seid verletzt. Wie viel von euch gibt's denn noch? Löschen wir die aus. Oh, das klingt doch gut. Nein! Wieder Zwischensequenz. Hi. Oh oh. Genug! Ja. Habt ihr schon genug? Ihr da! Fremde! Ich häute euch! Nein, danke. Heute nicht. Gewährt mir die Ehre des Vortritts. Nun gut. Was wollt ihr denn von mir? Ja. Oh. Nein, Wahl. Halt dich da raus, Wahl. Nicht, dass du auch noch stirbst. Das ging aufs Knie. Jetzt du, Kleine. So ein Schild habe ich noch nie gesehen. Ich sollte scannen. Mit der Munition kann ich nicht schießen. Ich kann sein Schild durchbrechen, wenn ich ihm Schaden zufüge. Deine Zeit ist vorbei! Boah. Was ist das denn für ein Arsch? So.
Speer. Ich muss durch den Schild. Muss ich? So, das ist meine Chance. Nein! Hi. Und bei. Oh, der sieht aber... Der sieht witzig aus ohne seinen Helm. Helm. Menschen mögen doch kein Feuer, oder? Also ich als Mensch mag Feuer, aber nicht im Gesicht. Staub aus dir. Sein Schild hat sich regeneriert. Alter, was sind das denn für X-Men hier? Schaden machen, Schaden machen. Nicht an mir. Nein! Ich muss den Schild ausschalten. Schild unten. Er ist verwundbar. Das stimmt nicht. Stört dich das? Du hältst mich nicht auf. Komm schon. Nein. Du bist so schwer. Komm schon. Aloy. Hau drauf. Ergib dich meiner Klinge. Ergib du dich meiner. Ich werde den Schild durchbrechen. Habe ich getan. So, er ist ungeschützt. Ah, der Schild ist gebrochen, nicht der Krieger. Waffe, Waffe, Waffe. Bist aber ein komischer Krieger. Ich vergift dich. Wieso hältst du denn so viel Pfeile aus? Der Schild wird dich nicht retten. Direkt in den Kopf. Der war tödlich. Wieso nicht gleich so? So. Schön, dass ich das noch looten konnte vor der Zwischensequenz. Na komm! Trau dich runter und stell dich! Nein! Das war ein ehrenhafter Kampf. Ich werde dich verschonen. Dankeschön. Männer! Bin eine Frau? Seid stolz auf euch! Heute habt ihr die Marschälle dezimiert. Yay. Die Kaja besiegt. Yay. Unser Krieg gegen Hekaro beginnt. Ja! Abmarsch! Ihr Mistkerle. Und Mistkerlinnen. Oh, ich glaube, die steht auf mich. Ich glaube, die steht auf mich. Oh, Wahl, ganz vergessen. Ach, und ihr auch noch. Bitte, Häuptling, überleb. Schaff ihn ins Lager. Los. Oh, Wahl. Ab in den Krankenflügel mit dir. Du ziehst ohne mich weiter, nicht wahr? Mit dem Bandscheibenvorfall, ja. Dann bleibt mir wohl nur Errant. Vorerst. Los, komm. Ich bring dich zur Festung. Komisch, dass die uns am Leben gelassen haben. Hätte ich nicht gemacht. Irgendwer muss die Geschichte hier erzählen. Nimm doch den Speer als Gehhilfe. Die kommt ehrend raus mit geschlossenem Tor, das wir jetzt erst öffnen. Hui. Das war mal spektakulär. Hätte ich nicht erwartet, dass das jetzt so in dieser Art weitergeht. Gefällt mir richtig gut. Lasst uns plündern, Jungs. Nein, ich will plündern. Also Plünderer dürfen ja hier durch. Darf ich die Plünderer töten? Nachdem sie gelootet haben, dann habe ich ja weniger Arbeit. Kann ich sein Schild haben? Das sieht wohl nicht viel aus, aber ich sollte damit gleiten können. Oh! Ha,
Hi. Aloy. Wir orientieren uns gerade. Wie läuft's? Offenbar haben die Tenakt einen Bürgerkrieg. Das sehe ich auch so. Die Marschälle rechneten nicht mit Regalas Angriff. Und die ganze Kaja-Delegation wurde getötet. Nozar, Wadis, Faschaf. Ein Massaker. So sieht's aus. Was hast du jetzt vor? Ich muss nach Westen. Hoffentlich gilt das Wegerecht noch immer. Ja, für bestimmt. Für mein Ziel werde ich, wenn nötig, das ganze Tenak-Gebiet durchqueren. Dann hast du einen langen Weg vor dir. Das ist nur die Schwelle des verbotenen Westens. Woher weißt du das? Das Reich der Tenak liegt weit hinter den Bergen bei Rheinklang, wo die Utaru wohnen. Das ist gar nicht Tenak-Gebiet? All das da draußen? Das ist Niemandsland. Es sollte neutrales Gebiet sein. Doch diese Regala ignoriert das wohl. Ihre Leute kamen aus dem Norden. Sie ritten auf Maschinen. Ich nehme an, dass sie dort oben ein Lager haben. Die Rebellen hat eine richtig coole Stimme. Und im Schrecken gab es Dornrücken. Meinst du, die Rebellen ließen sie in den Schrecken? Wie sollte das funktionieren? Ich weiß nicht. Das war Ulwund. Aber es ist eine Spur. Es gingen auch einige Kaja und Osseram durch die Tore, bevor sie wegen der Gesandtschaft geschlossen wurden. Du könntest nach ihnen schauen, ob es ihnen gut geht. Ich halte die Augen offen. Gibt es hier irgendwo einen Langhals? Einen Langhals? Mhm. Es gibt da einen, bei der Utaro-Grenze. Aber warum? Das ist schwer zu erklären. Damit gewinne ich einen Überblick. Mhm. Du meinst? Kann ich dir sonst noch etwas helfen, bevor du aufbrichst? Ich hätte Metallscherben gerne. So viel, wie du mir geben kannst. Nee, ich Zeit zu dann gehen. Aufbrechen. Ich wünsche dir Glück. Die Tore stehen dir immer offen, falls du zurückkehren willst. Dankeschön. Kann auch schnell reisen. Und das mit deinen Freunden, die verarzten wir. Sehr gut, dankeschön. Hi, Jungs. Ich danke dafür. Hier sind die Invaliden-Gang. Die Sonne schütze dich, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Das hoffe ich auch. Oh Mann, schade um auch den Gefangenen, der ausgetauscht werden sollte. Ah, erstmal kriegt man hier den schönen Loot. Bevor die Plünderer hier alles für sich beanspruchen. Und da ist ein Lagerfeuer. Ich glaube, da gehen wir jetzt hin. Schildflügel ist ein auf Energie basierender Gleiter, der aus Maschinentechnologie umfunktioniert wurde. Halte in der Luft Leertaste gedrückt, um ihn einzusetzen. Okay, das kriegt man hin. Ist hier noch was drin? Die Gesandtschaft. Also, ja, das lief nicht gut. Der verbotene Westen. Mhm. Eine ganz neue Welt zum Entdecken. Die Koordinaten des Turms sollten zu Silence und Harris führen. Da freue ich mich drauf. Und vielleicht sehr zu gut. Einem Gaia-Backup. Ja, jetzt hör mal auf zu plappern. Ja, die Plage, ist ja gut. Die Stürme, ja, Aloy. Ich will die Episode beenden. Ich muss schaffen. Ich muss die Welt retten, wie es Elisabeth getan hätte. Okay, das war's Wort zum Sonntag. Na gut, ich denke, das ist mehr als genug für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.